Hey ho meine Lieben, endlich gibt's ein neues Video. Zwar ein Indoor-Video, warum? Zum einen, nach der Grippeattacke habe ich noch nicht unbedingt Lust, mich ewig in die Kälte hinauszustellen. Und zum anderen, herinnen ist es wesentlich einfacher, weil wir machen Hackbällchen paniert und dazu gibt's einen Dewwich-Reis, ganz einfach gemacht. Habe ich auch schon öfters mal gemacht so. Und ja, die Hackbällchen werden in der Pfanne gemacht. Ob ich jetzt draußen einen Grill anfeuer und da eine Pfanne draufstelle oder gleich auf dem Herd, ist eigentlich völlig egal. Drum machen wir heute ein Indoor-Video. Und ja, draußen Grillvideos gibt es demnächst dann natürlich auch wieder. Gut, dann gucken wir rüber, was ich alles an Zutaten habe. Attacke. Tada, dann wären wir jetzt schon bei der Übersicht. Wir haben ein halbes Kilo Hackfleisch gemischt. Hier so Bacon in Streifen. Den werden wir gleich noch etwas kleinschnibbeln. Und ja, gewürzt wird das Ganze nur mit Salz, Pfeffer, Paprika. Dann haben wir unseren Reis, 1,5 Tassen. Panko-Mehl, da werden die Hackfleisch-Boller, wie habe ich es vorher genannt? Die schon wieder abkauen. Paniert, ein Ei, 2 Scheiben Toastbrot in Wasser, die drücke ich nachher noch aus. Dann habe ich hier wieder diesen Dewwich. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, selber mal eins zu machen. Aber das Zeug war so richtig geil lecker, ist verdammt gut bei uns angekommen und ja, warum nicht? Und ein Ei war nachher, ja, dass wir halt die Hackfleischbollenknödel eintunken können zum dazu essen. Okay Leute, dann werde ich jetzt erstmal hier den Bacon noch ein bisschen kleiner schnibbeln. Das reicht sogar schon. Brötchen kurz ausdrücken. Auch damit rein. Und zum Schluss noch das Ei. Ja, dann kommen wir schon zum Würzen. Salz, Pfeffer und Paprika nach Gefühl. Kommt da überhaupt noch was raus? Jawohl. Ja, und dann müssen wir bloß noch ordentlich durchkneten. Naja, das fühlt sich fast so an, als ob wir noch ein paar Semmelbrösel mit rein tun. Weil es ansonsten zu matschig wird. Man hätte jetzt noch ein paar Zwiebeln mit rein tun können ins Hackfleisch und. Also da gibt es 1 Million Möglichkeiten. Ja, ein klein bisschen Semmelbrösel noch. Oder ebenso ein Paniermehl. Das geht genauso. So, jetzt haben wir die richtige Konsistenz. Nicht zu feucht und nicht zu trocken. Und dann geht es gleich weiter, indem wir in die Schale ein Panko-Mehl einfüllen. Dann eben die Hackfleischbällchen, jetzt weiß ich wieder, Bällchen hatte ich gesagt, in gewünschter Größe, ordentlich im Panko-Mehl wälzen und gut ist. Ja, und dann können wir die natürlich gleich in der Schale drin lassen. Schatzi, willst du gleich den Reis aufsetzen? Ich habe einen großen Topf.
Ja, soll ja alles neu gehen. Also zu den 1,5 Tassen Reis kommen ca. 2 Tassen Wasser hinzu. Dann wird das Ganze gekocht. Und kurz bevor es fertig ist, kommt dann die Dose mit dem Dewitch hinzu. Gut, Leute. Ich mache jetzt die Bällchen soweit fertig. Und ja, wir sehen uns dann, oder ihr seht mich, beziehungsweise meine Hände und die Bratpfanne nachher wieder. Gib mal den Reis. Ja, ich hol ihn selber. Oder eben erst die Fleischbällchen. Tada, da sind sie. Unsere Fleischbällchen mit Bacon paniert in Panko-Mehl. Und ja, was jetzt natürlich noch eine richtig geile Sache wäre, die in der Fritteuse. Aber ich habe gesagt, wir machen es in der Pfanne. Da tun wir in die Pfanne ein bisschen mehr Öl rein und ja, tun es in der Pfanne rausbraten. Und das machen wir jetzt gleich drüben am Herd. So, Freunde, der Reis, ja, wäre soweit gut. Und dann, jabadabadu, klatsch mal einfach die, ja, geh jetzt auf, du Feigling, die Dose Dewitch da rein. So, gibst du mir mal das Ding gerade, bitte? Dankeschön. Wer mir einen Link zum Dewitch-Rezept hat, was richtig geil ist, darf mir das bitte, ja, unten drunter kommentieren. Und dann gucke ich mir das an. Und ja, wer weiß, vielleicht mache ich dann demnächst einen Dewitch-Reis komplett selber. Du machst, mein Schatz, wegen? Ich hab gar nichts. Oh, jo. Dann wäre der eigentlich schon so gut wie fertig. Was passiert da hinter mir? Ein Probiererle. Und? Wie beim Jugoslawi. Okay, gut. Ja, und wir fangen jetzt sofort dann gleich mit den Fleischbällchen an. Dann tun wir erstmal eine ordentliche Ladung Öl hier rein. Wie gesagt, die Teile sollen richtig schön im Öl schwimmen. Dann lassen wir es erstmal heiß werden. Dann gucken wir, dass wir unsere 19 Fleischbällchen da reinbringen. Weil so viel sind es geworden. Na, ich glaube, die kriegen wir locker rein. Ja, und dann brauche ich ja wahrscheinlich nichts sagen, drehen und wenden, bis sie fertig sind. Und wenn sie ringsrum so eine schöne Kruste haben und sie dann durch sind, ja, sind sie soweit fertig. So, Leute, die sind soweit fertig. Nur noch 18 Stück, ganz klar, ich habe eins probiert. Und ja, ab auf dem Teller. Tja, Freunde, so habe ich mir jetzt mein Tellerchen angerichtet. Und was folgt nun? Ein Probierle. Da drüben. Ja, Freunde, dann wollen wir mal. Erst einmal so ein Stückchen Fleischbällchen ohne irgendwas. Richtig lecker geworden. Mit ein bisschen was von dem fertigen Eiweiß.
Kombination hervorragend. Und der wahrscheinlich einfachste Dubitsch-Reis der Welt. Passt. Ich esse jetzt und nachher sehen wir uns nochmal zum Fazit. So Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Wie ich es ja schon oft genug gesagt habe, ich mache meine Videos, wenn ich uns was zum Essen mache und nicht andersrum. Ja, und deswegen kommen da eben auch ab und zu diese Küchenvideos zustande, weil worauf ich oder wir Lust haben, das wird ganz einfach gemacht. Ob es jetzt draußen am Grill ist, in der Grillkota, hier herin, so wie es kommt, so kommt's. Gut, Essen, also mir persönlich hat es wirklich richtig lecker geschmeckt. Auch wenn es jetzt wieder Fertigprodukte dabei waren. Schatz hat es schon gesagt, das nächste Mal machen wir den Dubitsch-Reis komplett selber. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird, ob das was wird. Ja, und die ganze Komposition, das Zusammenspiel von allen war wirklich richtig lecker. Also ich bin richtig satt. Mir hat es lecker geschmeckt. Schatzi, möchtest du auch noch was sagen? Macht wieder mal so. Egal. Ich weiß, dass es ihr geschmeckt hat. Hat sie vorher gesagt. Und ja. Das war's dann mit diesem Video. Halt, bei meinem Weepin-Projekt hat es eine klitzekleine, riesengroße Änderung gegeben. Schatz hätte mir fast schon den Kopf runtergerissen. Kann noch passieren, ich weiß es nicht, aber das werdet ihr dann eben im nächsten Video erfahren, wo es dann heißt Weepin. Gut, in diesem Sinne noch eine kleine Info. Mitte Februar gibt es auf alle Fälle eine ganze Horde Grillvideos. Definitiv, da habe ich auch wieder Besuch da, aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Und ja, bis dahin schaue ich ja mal, auf was wir Lust haben. Und dann gibt es wieder Videos. Okay Leute, das war's für dieses Mal und wir sehen uns. Tschaikowski.